Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Play Space Engineers mit dem guten Valkyrie. Hallo, einen schönen guten Tag. Wir sind betriebsam unterwegs heute. Ja, sind oder wir. Generell immer, weil immer. Ja? Immer. Entschuldigung, muss ich gerade selber lachen. Continuous. Ja, betriebsam. Es kann sein, dass jetzt ein bisschen was in der Base einen Geist aufgibt, aber das ist normal. Wieso? Was machst du gerade? Bell fragt schon gar nicht mehr. Ich mach gerade einen Verbinder wo rein, wo vorher keiner war. Dazu habe ich gerade ein bisschen Connection gebraucht. Okay. Aber der ist schon betriebsbereit. Okay. Förderband haben wir. Jetzt muss ich das nur noch weitertragen. So. Es kamen im Wesentlichen zwei Vorschläge bei mir. Der eine war, man könnte ja mal, also wir hatten eigentlich einen sehr schicken Helicarrier, aber was da halt nicht ganz so schick ist, ist die Triebwerke, die außen dran sind, die könnte man ja mal verkleiden. Dann dachte ich mir, oh schön, da ist ja eine Aufgabe für mich, aber als Zwerg, wir haben eben drüber gesprochen, du hast noch weitere Pläne damit, mit dem ersten Stock. Ja. Und wenn ich jetzt rüberfliege und die verkleide, dann kann es durchaus sein, dass da die beiden Pläne miteinander kollidieren, weil ich wüsste noch gar nicht, wie ich das mache. Das heißt, wir werden das jetzt erstmal aufschieben, sonst hätte ich das jetzt gemacht. Dann. Wobei, das kann ja sein, dass wir tatsächlich beide Pläne noch so umsetzen können. Naja, oben drauf setzen kannst du auf jeden Fall was, wenn ich fertig bin mit Verblenden. Das ist nicht so das Problem. Also ich denke mir, ich werde nur außen halt irgendwie. Die hängen, glaube ich, einfach außen dran, ne? An der Kante halt, ne? So, die würde ich halt einfach nur versuchen, die im hängen, Metall genau, zu packen. Genau, die hängen momentan so ein bisschen traurig an der Seite. Die würde ich einfach draußen versuchen, ein bisschen im Metall zu packen und das ein bisschen abzurunden. Was anderes würde ich da jetzt gerade auch erstmal nicht machen. Aber ist in Ordnung. Kann man ja nochmal gucken im Laufe des Abends. Der zweite Vorschlag war, ein Glasdach in die Basis einzuziehen. Haben wir eben auch drüber gesprochen. Mache ich jetzt aber auch nicht. weißt du, ich dachte mir so von wegen, okay, ich spreche mal mit meinem Chef hier. Und der sagt dann, nee, was? Ich nix, Chef, ich nur Putzfrau. Ja, okay, gut. Ich spreche mal mit der Zwergenputze hier und die Zwergenputze, die auch sehr schön. So. Berufsbezeichnung Zwergenputze. Genau. Allzeit für sie bereit. Das dann die Person, die dich wäscht oder so. Ich weiß es nicht. Nein, wir wollen ja jetzt gar nicht so weit ins. Ich spüle ab, aber frag lieber nicht wie. Genau. So. Dann hier soll ja noch ein Dach drauf, also weil das ist unser Hangartor und wir wollen das dann von der Höhe hier mal angleichen. Und damit dann könnte auch man eben ist. In diesem Raum andere Sachen lagern, wie Krankenstation, vielleicht ein großes Kontrollzentrum draus machen oder so ein Holotisch rein oder Krams halt irgendwie so. Der Zwerg hat da große Ideen anscheinend. Und dann könnte man da ein Glasdach reinmachen, aber so jetzt, okay, das ist, ihr merkt schon, ich hänge da immer ein bisschen zurück mit seinen großen Ideen. Ja, und jetzt baue ich doch dann weiter im Schiff hier. Genau, also das Problem, oder was ist das Problem, ist ja kein Problem. Die Idee ist ja jetzt die, dass wir hergehen und sagen, von Grundplan her, dass wir demnächst ins Weltall kommen. Das war ja auch so quasi generell so erstmal unser erklärtes Ziel. Ja, aber ich dachte, mittlerweile, also nach meinem Testausflug mit dem Schiff hier, mit dem Kleinen, was ja nicht mehr lebt jetzt, dachte ich mir, okay, das machen wir wohl mit dem Helicarrier dann vielleicht. Ja, wobei, das lag ja eher daran, dass wir einen Jump Drive brauchen. Glaube ich, oder? Nee, da waren die Triebwerke, glaube ich, oder das Fuel war das Problem, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich bin es ein bisschen falsch angegangen. Was das? Ja, ich bin ja nur mit Hydrogen hoch. Das ist erstmal schon mal eine schlechte Idee. So. Also die Hälfte halt mit Atmosphärentriebwerken und dann musst du auch nicht unbedingt Vollspeed geben, sondern kannst dann. Es gibt ja sogar ein Skript für, welches automatisch richtig Gas gibt und nicht Gas gibt. Was ist denn hier los? Aber das muss ja auch ohne Skript funktionieren. Wie, was ist los? Ich höre ständig so eine, so wenn eine Stahlplatte fertig wäre oder fertig wird, aber sehr, sehr laut. Ich baue gerade mein Schiff auseinander, wenn es das ist. Ah, das kann daran liegen. Also ich schweiße hier gerade alles weg, was mal so dran war. So, okay, jetzt kommt der Plan. Also mein Auftrag an der Stelle im Übrigen, ich habe vor...
Ich habe vor, erstmal einen Verteidigungsperimeter sozusagen einzurichten. Wow. Ganz weit weg von der Base im Übrigen. Okay. Damit wir auch, damit die auch ein bisschen besser wirken kann, auch wenn das gerade sehr seltsam aussieht, was ich da auch. Naja, wenn die senkrecht auf uns runterfallen zwischen den beiden Verteidigungsperimetern. Ja, er möchte uns aber eine vernünftige Verteidigung. Ich glaube, das wird allgemein begrüßt von allen. Ja, ich glaube, das wurde, mittlerweile war das schon eine der Vorschläge, die ja wirklich schon fast permanent gestellt wurden. Mach doch mal da bitte mehr, das schaut gefährlich aus. Ja. Warte mal, wie ist das? Frachtcontainer. Klein hatten wir an der Base immer dran. Ja. Ich baue nämlich jetzt hier gerade mal so die ersten Aufbauten. Ich nehme mir jetzt mal mit 9. Und hier muss ich halt ein bisschen aufpassen, weil, wobei das, wir haben ja später nur einen Ausflugbereich, von dem aus wir nach draußen fliegen werden. Und das ist ja vorne. Das ist, wo wir jetzt hier uns befinden, das ist ja alles hinten eigentlich. So. Brauche ich ihn eigentlich jetzt gerade? 6. Motor-Stahlrohrherstellung. Eine Statik gibt es da ja noch nicht drin, ne? Das hält ja hier alles ewig, ne? Genau. Okay. Deshalb kannst du auch so komische Sachen bauen wie da vorne, ne? Ja. Und dann kommt irgendwann die nächste Alpha und dann. Ja, kracht alles in sich zusammen. Wobei, ich habe damit eigentlich schon. Also. Ja, genau. So schaut es nämlich aus, Freunde. Guck mal, wenn wir jetzt das Glasdach hätten, dann könnten wir genau sehen. Von wo die kommen, meinst du? So wie das aussieht. Ja, wo kommen da sie kommen denn? Sie. Wo? Ach, oh, da. Ja, die verfehlen uns aber. Die kommen, die werden nicht kritisch, glaube ich. Manche bringen auch Eis mit. Anscheinend. Ja. Boah, leck. Issue. So. Also ich baue jetzt einfach mal hier dran weiter und mein Ziel ist, das Ding in die Luft zu kriegen und zwar diesmal besser. Ja, also ich glaube, da sind noch ein paar Testflüge nötig, einfach generell. Das ist bei allen Projekten, die wir gerade laufen haben, ist das, glaube ich, generell keine schlechte Idee, noch ein paar Testobjekte hier noch zu machen. Cockpit. So. 7, 6. Ich nehme das. Das nehme ich mal. So, und jetzt noch den letzten. Hopp. Was mache ich denn? Nein! Anzeige und Metallgerüst fehlt noch, okay. So. Da habe ich nämlich da vorne auch mal ein Cargo, auf dem ich zugreifen kann. Anzeige und Metallgerüst. Haben wir eigentlich schon mittlerweile so eine Auto-Sortierfunktion? Schon, ne? Die läuft auch. Ja, die läuft. Ah, super. Die läuft schon. Geil. Ach, kann ich den gar nicht ransetzen, ne? Weil der ist. Okay. So, okay. Jetzt bauen wir hier erstmal weiter. Das ist ein Problem. Wie löse ich das Problem? Wie löse ich denn das Problem? Wie löse ich das denn? Welches denn? Och, nix. Aber well. Ich krieg das schon hin. Machst mich schon wieder so neugierig. Hä? Hä? Nee. So. Moment, den konnte ich doch noch eben. Ging noch. Moment, weißt du, wenn ich das abbaue? Fällt es dann runter oder nicht? Ein Glück, dass die Webcam aus ist, ey. Meine Güte. So, das denn? Ach, das war so ein Facepalm-Moment. Achso. Na, da kenne ich das nicht zu gut. Hm? Ach komm, ich kann das doch normalerweise mit der Drehung. Warum kann ich das? Wir müssen eindeutig mehr spielen, Will. Ja,
Ja. Wobei, da dürfen wir gar nicht anfangen damit, weil das lese ich so ziemlich in fast jeder Folge. Was denn? Das muss täglich kommen, bringt mehr davon. Ja, gut. Ja, tägliche Schwierigkeiten, ne? Irgendwie täglich ist für uns eigentlich, wir haben beide sehr viele Projekte auch. Und du zum Beispiel bist ja auch sehr stark im Streaming eingebunden. Ja, macht auch sehr viel Spaß. Ja, nein, das muss ja auch, ne? Aber es ist halt immer schwierig, gerade dann auch Termine zu finden, dass wir beide auch zeitgleich uns hinsetzen können. Ja, in der Tat. Ja, das ist ich würde es ja auch gerne streamen, aber das ist, haben ja auch schon bei mir ständig Leute nachgefragt irgendwo, warum streamt ihr das nicht irgendwo so? Und ich habe das jetzt mehrfach mehr oder weniger indirekt beantwortet. Wir haben halt, ne, wir haben halt beide so unsere Pläne, was sie so machen wollen, und wir haben zwei Möglichkeiten, entweder streamen was oder wir nehmen es auf. So, genau. Und zu deinen Plänen passt das mit dem Stream halt momentan nicht so gut, und ich habe damit genau. Ja kein Problem, das einfach nur aufzunehmen, das ist ja auch nicht schlimm, das macht dir auch Spaß, und da muss man sich halt manchmal ein bisschen arrangieren, sag ich mal, und das haben wir halt getan. So, ja, ist ja, ich meine, ja? Ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, ne? Die Folgen kommen ja doch eigentlich so gut wie fast immer, also wir haben jetzt, wenn ich jetzt mal grob überlege, wie oft haben wir mal Folge ausfallen lassen, eigentlich ist so bisher relativ selten nur. Würde ich auch sagen. Eigentlich eher selten. Ne? Und deswegen ist es ja auch eine sehr planbare Geschichte auch alles. Jetzt habe ich ein Problem. So. Weil ich habe ein Problem. Herstellungskomponente Stahlrohr. Okay. So, ich baue jetzt gerade hier noch den zweiten Verteidigungsperimeter, nennt sich das ja, ne? Ja, ich hoffe, dass es... Ich muss den bloß von hinten aufbauen, weil ich komme so schon nicht über die Dinger drüber. So, ich brauche unbedingt mal Hydrogenflaschen, die mache ich mir jetzt erstmal. Ich habe da jetzt die Nasen voll, ehrlich. Also die Nase, nicht die Nasen. Alle beiden. Ich habe noch eine Sonntagsnase sonst im Schrank liegen. Und Hydrogenbeutel, gib mir doch mal. So, Produktion, Inventar, Hydrogenbeutel. So, mein Lieber, Automatikgeschütze. Nee, Geschütze heißt das nur, oder? Gatling. Warum habe ich denn jetzt nur eine? Egal, ich komme auch mit einer erst. Haben wir auch die neuen schon? Du, Laserantenne, verdammt. Es gibt auch eine Laserantenne, ja. Oder was meinst du mit den neuen? Ah, nee, wir haben nur den internen Geschützturm drin, schade. Ich habe auch einen Laser, ich hatte auch mal einen Lasergeschützturm. Den habe ich aber, glaube ich, nie eingebaut ins Let's Play bis jetzt. Okay. Ja, der kostet Strom, glaube ich, ne? Genau, der kostet Strom, hat dafür nicht so viel Leistung, aber dafür schießt der halt, wenn Strom da ist, schon ganz zuverlässig ein. Sag mal, einen Sauerstoffgenerator sollte man schon mitnehmen, wenn man hochgeht. Dir geht das Eis aus, sag ich mal, wenn du im Weltall bist, ne? Weil wenn ich nur Eis abbaue, muss ich ja den Generator haben, damit das umwandelt in Hydrogen, ne? Genau. Ja, du brauchst es vor allen Dingen halt auch generell, um einfach für dich Sauerstoff zusammenzukriegen. Ja, dafür reicht ein Sauerstofftank im Schiff. Genau. Du könntest den Tank haben, aber wenn du jetzt länger oben bleibst, brauchst du ja den Generator, um das Eis dann auch entsprechend umwandeln zu können. Ja, ja, ich denke ja auch. Ne? So wird ein Schiff. Eis findet man ja auch. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Eis auch durchaus da ist. Hydrogentank. Moment, und dann brauchen wir noch einen Fracht. Container. So, wir haben unsere Geschützleistung gleich mehr als verdoppelt. Ich will mir erstmal angucken, was hier was für Anschlüsse hat. Also der hat auf beiden Seiten einen fetten Anschluss. Der hat nur auf einer Seite einen fetten Anschluss. Das ist natürlich doof, Sauerstoffgenerator. So. Gatling-Geschütze. Das ist natürlich irgendwie wieder kacke, dass der... Okay. Was?
da einen, der hat da einen und der hat da einen. Warum kann ich den da jetzt nicht anpacken? Muss doch gehen. Was, warum soll denn das nicht gehen? Ich muss den doch da... Gesundheit! Danke. Okay, well, ich glaube, drei Geschütze auf der Seite reichen uns eigentlich schon fast. Ach Gott, das war ja ein kleiner. Ich wollte. Ja, dann baue ich jetzt mal unten weiter, wo ich ja eh schon vorhatte. Einen großen nehmen. Mittlerer. Doch, mittlerer Frachtcontainer ist das, was ich suche, glaube ich. Oder ein großer Frachtcontainer. Der große ist ein bisschen arg fett, ne? Obwohl der große wäre eigentlich genau richtig. Dann packe ich... warum kriege ich denn an meinem Cockpit nicht direkt einen Hydrogentank ran? Warum geht das nicht? Was ist denn da im Weg? Ach, der da oben ist im Weg. Der jetzt wird da rangehen. Ja, genau, das war's. Zunk. So, dann kommt dahinter der... mach ich jetzt echt einen mittleren oder mache ich einen großen Frachtcontainer ran? Was würdest du sagen an so einem Schiff, was ins All soll? Ja. Kleines Schiff oder großes? Was war denn das? Ein kleines Schiff. Kleines. Mittler. Also es ist jetzt tatsächlich nicht, weil es einfach größer ist, sondern könnte man ja auch meinen. Aber nee, würde ich trotzdem so empfehlen, auf mittlere ist einfach mehr Platz drin. Ja, ich habe das Problem, wie ich dann noch den Sauerstofftank sauber rankriege. Also ich habe jetzt den Hydrogentank direkt am Cockpit dran und wollte dahinter dann den Sauerstoffgenerator. Das Problem ist, der hat auf der einen Seite einen großen Anschluss und auf der anderen Seite nur zwei kleine. Und dann haben wir noch den Frachtcontainer, aber der Hydrogentank sollte ganz hinten hinkommen. Das wäre, glaube ich, sinnlos. Dann machen wir vorne erstmal den Frachtcontainer dran. Ich weiß nicht, wo ich den Sauerstoffgenerator mit ranhänge, weißt du? Das ist ja mein Problem gerade. Na gut, ich kann den hier unten drunter packen. Mal gucken, ob das doof aussieht. Dann muss ich den erstmal schweißen. Anzeige, habe ich hier irgendwo liegen. So. Ja, elegant ist anders dann, aber... Wieso? Well, das hast du bestimmt schön gemacht. Nein, weil der mittlere Frachtcontainer hat halt nur einen kleinen Ausgang. Und der Sauerstofftank, den ich da dranhängen, Generator, den ich da dranhängen möchte, der hat halt zwei. Und da muss ich da wieder mit Förderleitungen arbeiten oder mit Förderbändern. Weil sonst... und dann wird es halt wieder... Dann ist halt wieder ein Block Abstand, weißt du? Also, es ist ja, so, ja. Das meine ich halt damit. Das ist, geht auch schöner wahrscheinlich. Ich versuche das. So, ich habe im Übrigen mir mal ein Schweißgerät Typ 3 hergestellt. Das kannst du ja auch noch machen. Wollte ich dir vorhin schon sagen. Was braucht man denn dafür? Haben wir da überhaupt die Materialien für gehabt schon? Ja. Also hat er bauen lassen und das ist halt wirklich fast Instant-Schweißen. Also da kannst du so eine Stahlplatte auch wirklich sauber schnell hinstellen. Gefällt mir im Übrigen optisch sehr gut, muss ich sagen. Was optisch? Finde ich schön. Wo, was, das Schiff? Oder nein, dein Schweißgerät? Ach, ja. Dein Schweißgerät. Schweißgerät! Was ist das denn? Ach, wie geil. Was denn? Ein Landing Elevator. Ein Landefahrstuhl oder was? Ja. Du meinst ein ausfahrbares Fahrwerk oder was? Nein, das ist wirklich ein, den kannst du irgendwo unten ans Schiff ranklatschen und dann kannst du nach unten gefahren werden. Das sah so ein bisschen Star Citizen-mäßig aus. Gefällt mir gut optisch. Okay. Wo
haben wir denn die ganz normalen? Türen will ich jetzt hier keine hinmachen. Oh, das wäre hier eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. So, was fehlt mir? Herstellungskomponente, ne? Ich glaube. Nee, Motoren fehlten mir dafür. Blas. So, ich hab so. Die Idee, Motoren. Was denn? Erzähl doch mal. Für was denn? Ja. Ich baue demnächst, wird es noch ein bisschen dann irgendwann später. Nicht jetzt, aktuell. Das dauert noch sehr lange und wird erst nach vielen, vielen anderen Projekten werde ich in den Untergrund graben. Wirst du was? In den Untergrund graben. Ja, klar, in deiner Eigenschaft als Zwerg sowieso, ne? Ja, ich brauche Untergrund. Warum vielleicht auch in der Asteroidenbasis. Ja, man weiß es noch nicht. Gehen. Es kommt darauf an, wie schnell Welt jetzt ist, ohne Stress aufzubauen. Gell, Welt? Das ist doch total schief. Warum? What the heck? Vom, was verstehe ich nicht? Warum geht der denn da jetzt nicht ran? Wo ist denn sein Problem? Was stimmt denn mit dir nicht? Was? Alles in Ordnung. Der Sauerstoffgenerator will ja nicht ran. Das verstehe ich nicht. Muss er doch ran können. Zweimal drei. Ich packe da jetzt noch mal eins in die Mitte. Aber das ist ja total merkbefreit. Ja. Dann braucht doch gar keiner da in der Mitte. Panzerglas und Träger brauche ich dafür. Reicht. Das muss ich aber nicht verstehen jetzt, ne? Aber ist okay. Ist was dran. Och, ich hab nur. Wir haben Disput, das Schiff und ich. Ja, seid ihr euch uneins? Das hängt doch total. Das kann doch überhaupt gar nicht funktionieren, was ich da mache. Wir haben ein Problem. Warum? Hell sagt doch sowas nicht. Ich kann dir ganz einfach sagen, das ist, warum ich ein Problem habe. Es ist letztlich unbegabt. Was? Ja. Wieso? Bin ich halt. Ach, Bell. Doch. Nein. Doch. Stehe ich aber zu. Ich will das gar nicht hören. Das ist doch, stehe ich zu. So, jetzt geht's aber. Ja. Dann machen wir das ganz einfach Gehirn. So, geh mal durch. Brains. Was? Gehirn. Hast du Gehirn gesagt? Gehirn. Warum? Was hast du mit Gehirn? Ach. Ich will von solchen Sachen nichts wissen. Wovon wir allerdings was wissen müssen, oder? Ist das Folgenende. Ja, das bedauerliche Folgenende. Das haben wir jedes immer Mal kommt viel zu früh und viel zu schmerzhaft für uns alle, meine Lieben. Ich weiß es. Ja, es macht mich auch jedes Mal, jedes Mal traurig. Da, ich leck. Jetzt. Ja, ich lecke auch. Boah, ich rutsche einfach so zur Seite. Unglaublich. Machst du Moonwalk? So ein bisschen. Sah so aus eben. Ein bisschen Thriller. Ganz komische Sache manchmal hier mit den leichten Lecks. Vielleicht haben wir mittlerweile zu viel gebaut. Vielleicht müssen wir was abreißen. Vielleicht müssen wir einfach nur ins Weltall. Das ist natürlich die Hiobsbotschaft für Zwerg, ne? Sachen abzureißen, sag ich mal. Abzureißen geht nicht. Es ist für die Ewigkeit gebaut. Das Zeug bleibt stehen. Ach, schade. Weißt du nicht, was noch alles kommt? Schade, das funktioniert ja so auch nicht. Ah, das ist. Nee, das kann ja so auch nicht klappen. Da habe ich mich. Die Idee wäre aber toll gewesen, wenn das geklappt, hätte. Ja, aber da ist ja was im Weg dann. Schade. Da gewinne ich ja nicht mehr Platz mit. Ist in Ordnung. Okay, gut. Dann nehme ich das wieder zurück. Dann machen wir alles so, wie es eben war. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ne? So, bevor ich dich jetzt hier. Du hast ja quasi schon die Verabschiedung angekündigt. Quasi. Aber ja. Nicht böse gemeint. Nee. Habe ich auch so nicht verstanden. Ich kann sie nicht immer wieder zunichte machen. Ja, naja, irgendwann müssen wir alle gehen. Irgendwann müssen wir alle gehen. Das sieht so aus. Eben. Okay. Aber wir sehen uns ja wieder. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Genau. Und zwar in der nächsten Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.